Hallo und herzlich willkommen zu unserem Newsflash. Wir sind für euch wieder da. Am 21. Oktober fand die jährliche Immatrikulationsfeier der Uni Göttingen statt. Neben den offiziellen Begrüßungen stellten sich verschiedene universitäre und kulturelle Organisationen sowie studentische Initiativen im zentralen Hörsaalgebäude vor. Wir von Univision waren mit dabei und haben erstes zu ihrer Wahl der Uni und dem Standort Göttingen, der O-Phase und den ersten Erfahrungen als Studierende befragt. Was sind eure Erfahrungen bis jetzt so mit, was weiß ich, was Wohnungssuche, O-Phase, gute oder eher schlechte? Ja, eigentlich schon gute. Also Wohnung Glück gehabt und O-Phase war ganz cool. Menschen kennenlernen, war ganz nett. Ja, O-Phase fand ich auch ganz cool, aber Wohnungssuche war echt ein Horror. Ich hatte bisher eine gute Erfahrung, sind alle super nett hier und alle total aufgeschlossen. Gefällt mir gut. Dir? Ja, mir gefällt es auch sehr gut. Also man wurde, ist nicht so wirklich ins kalte Wasser fallen gelassen, wurde alles gut erklärt, so auch in der O-Phase. Kanntet ihr euch schon davor? Nee. Ja, wir kennen uns schon ziemlich gut dafür, dass wir erst seit einer Woche uns jetzt... Durch die O-Phase? Genau, da lernt man sich echt gut kennen, muss man sagen. Wir waren dieses Jahr als Tutoren dabei in der O-Phase, beziehungsweise... Ja. Sozialwissenschaftliche O-Phase waren wir dabei. Okay, und hattet ihr Spaß, auch als Tutoren, nicht als Erstis? Auf jeden Fall. War Hammer. Also war eine gute Truppe dieses Jahr, die erste ist. Wieso habt ihr euch für Göttingen entschieden? Göttingen ist meine Geburtsstadt, von daher irgendwie. Okay. Und du? Hab hier eine Zusage bekommen und hab gehört, dass es eine tolle Uni sein soll. Okay. Also ich habe vorhin noch woanders studiert, in Oldenburg. Und auch Göttingen kann auf jeden Fall mehr, das kann ich schon sagen. Okay. Göttingen eilt ein großer Ruf voraus, was Obach und alles andere angeht. Guck mal, was für coole Leute ich hier kennengelernt habe. Okay. Ja. Im Prinzip ist so, dass das Schöne an Göttingen, dass es wirklich in erster Linie eine Studentenstadt ist und man hat alles in der Nähe und man hat das Gefühl, dass sich hier alles um das Studieren dreht und man verliert sich nicht in so einer Großstadt und so. Ganz genau. Ich bin rumgereist, überall hat die Sonne geschienen in allen Städten und hier hat es geregnet, aber im Endeffekt habe ich dann gesagt, komm, Göttingen muss es sein, auch weil die Stadt einfach super schön ist und weil hier überall so viele Studenten sind und habe gedacht, komm, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Das neue Lern- und Studiengebäude, kurz LSG, wurde diesen Herbst nach 20 Monaten Bauzeit fertiggestellt. Nach der feierlichen Eröffnung am Montag, den 28. Oktober, steht es nun allen Studierenden zur Einzel- oder Gruppenarbeit zur Verfügung. Das Angebot reicht von der Lernkabine bis zum Konferenzraum. Räume könnt ihr künftig über das Studierendenportal eCampus buchen. Der Neubau geht auf eine studentische Initiative zurück und wurde komplett aus Studiengebühren finanziert. Am Sonntag, den 27. Oktober, lud die Uni zum Tag der offenen Sammlung, um für ihr breites Angebot von etwa 30 Sammlungen zu werben, die in der ganzen Stadt in zahlreichen Einrichtungen zu sehen sind, wie etwa diese Wachsmoulagen zur Nachbildung von Hautkrankheiten. Wer es lieber klassisch mag, konnte die Gipsabgusssammlung besuchen. Wer es technisch mag, konnte stattdessen auch diese antiken Geräte bestaunen. Hier noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Im Europa der frühen Neuzeit wurden antike römische Kunstwerke vielfach zu Studienzwecken reproduziert, sprich abgekupfert. Dies ist auch der Titel der Kunstausstellung, die sich damit befasst. Seit dem 26. Oktober werden in der Gipsabgusssammlung des Archäologischen Instituts im Nikolausberger Weg 15 und im Auditorium zahlreiche Drucke, Stichwerke und plastische Abgüsse gezeigt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 16. Februar, immer sonntags und mittwochs. Studenten haben freien Eintritt. Der AStA lädt ein zu Open Uni. Unter dem Motto Selbstbestimmt leben und lernen können die Teilnehmer ein vielfältiges Veranstaltungsangebot mitgestalten oder besuchen. Es reicht von Vorträgen über Workshops bis zu Filmabenden. Auf der AStA-Homepage könnt ihr euch näher informieren, wenn ihr euch einbringen oder teilnehmen wollt. Die Open Uni findet am ersten Adventswochenende, also vom 29. November bis zum 1. Dezember, im Verfügungsgebäude statt. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns in einem Monat wieder. Das war's. Danke.